machen sich auf den Weg. Scheiß Skelette. Okay, nee. Hier brauche ich noch nicht reingehen. Machen wir erstmal so. So. Und ich baue den Trainingsraum trotzdem. So. Ja, soll ich die Skelette jetzt trainieren lassen? Eigentlich kann ich es machen, weil ich habe sowieso mehr als genug Gold. Also wirklich mehr als genug Gold. deswegen, warum nicht? Ich schmeiß die da jetzt einfach mal rein. Auch wenn ich die wahrscheinlich später loswerden will. Aber ich kriege ja sowieso keine Teufler. Warum nicht? Warum kommen keine Kreaturen durch den Eingang? Wie soll ich denn das Level schaffen? Naja, gut. So sei es. Dann ist das eben so. Ja, es ist ein ziemlich langer Weg zum Zahltag. Ich könnte, damit der Weg ein bisschen kürzer ist, so machen. Ah, nee, dann sparen die sich diese paar Meter. Nee. Schatzkammer voll. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Sagt er gleich. Okay. Ja, da. Hier hätte ich gerne Hornies. Wir haben theoretisch den Zauber. Aber wir haben keine eisernen Jungfrauen. Ja, da sieht man schon, dass die Goldhaufen liegen bleiben. Das heißt, unsere Schatzkammer ist zu klein. Aber bei so viel Gold ist das auch kein Wunder. Ich muss mal jetzt kurz eine Pause machen. Ich werde das wahrscheinlich dann wieder so cutten, dass, also bei YouTube, so cutten, dass das hier vorgespult ist. Also bis gleich. Moment mal, stopp, bevor ich das mache. Gehe ich einfach mal so rein. So, also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade überlegt, theoretisch sollte ich auch meine Zauberer mit trainieren lassen. Weil diesen letzten Zauber da, das dauert sowieso Ewigkeiten. Und ich weiß nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Ich glaube nicht. Weil es kann sein, dass er hier dicht gemacht hat. Dann werden wir ihn brauchen. Aber ich werde die einfach mit trainieren lassen, weil wir kriegen irgendwie keine Kreaturen. Ich weiß nicht wieso. Ich hoffe, dass hier er möglichst schnell ausblutet. Ja, er will zum Gold. Kriegst du nicht. Aber hier hat er noch Gold. Das hat er aber noch gar nicht angefasst. Der hat eine Folterkammer. Ich probiere mal was. Ich will mal gucken, was er für eine Armee hat. Weil vielleicht reicht das schon, was wir haben. Ich glaube aber nicht. ich mach mal hier so. Oha! Nee, das schaffe ich glaube ich nicht. Nee. Dann müssen wir warten, bis er kein Gold mehr hat und ausblutet. Ich werde mal einen Imp nehmen. Ist der schönste von allen. Genau, weil er hier gleich hinwerfen wird. Durchbuddeln wird. Achso, das sind meine. Nee. Ne? Weil dann ist es für einen kurzen Moment Erde. Dann kann ich da einen Imp hinschmeißen. Ganz schön dreist. Aber dann müsste ich hier die ganze Zeit bewachen, ne? Ich glaube nicht, dass er hier durchbuddeln wird, oder? Aber ich habe ja eigentlich sowieso gerade nichts zu tun. Ich halte einfach mal hier Wache. Das lenkt mich ab. So. Dann kann ich nämlich besser hören. Obwohl ich das eigentlich gar nicht brauche, ne? Wir haben gerade gesehen, was er für eine Armee hat. Und wir müssen eigentlich einfach nur warten. Und zwar bis Zahltag ist. Und er seine Armee nicht mehr bezahlen kann.
Man hört auch, dass sie hier fleißig trainieren. Also sein Gold wird immer weniger. Wenn hier kein Schlagen mehr zu hören ist, bedeutet das, dass er kein Gold mehr hat, um seine Kreaturen zu trainieren. Gut. Hat er noch. Also momentan ist noch nichts mit Angriff oder dergleichen. Wir könnten versuchen, hier ein bisschen weiter vorzudringen, oder? Ich glaube, das probieren wir mal. Ich speichere mal. Die sind immer noch Level 4, ist aber nicht weiter wild. Auf Level 3 lernen sie nämlich Heilung und auf Level 4 lernen sie Komet, also diesen Meteor. Den brauchen wir auf jeden Fall. Als Support ist das richtig stark. Wie man sieht. So. Diesmal sieht das ein bisschen anders aus. Die, die kurz vorm Sterben sind, pflück ich wieder raus. Aber ich glaube, das geht schon. Easy. Okay. Imps. Hier. Nimm mal einen bitte. Dann könnt ihr gleich weiter marschieren. Obwohl. Eigentlich sollte ich die Skelette erst heilen lassen, ne? Na gut. Dann ihr heilt euch. Und ihr geht derweil trainieren. Dann nehmt ihr schon mal ein. Hier geht es sogar noch ums Eck, oder? Ja. Mal hinne bitte. Und du kriegst auch Speed. Damit du richtig hinne machen kannst. Ach, hier ist eine Tür. Na gut. Skelettis. Ich habe leider... Ah doch, ich habe Heilung. Warum nehme ich nicht einfach das? Ah, die Zauberer sind gerade ein Level aufgestiegen. Man hat gesehen, dass das Versteck größer wurde. Sind alle Skelette auf Full Life? Weißt du was? Dann heile ich die einfach, während die kämpfen. Oder? Ja, ja, Zahltag. Gold könnt ihr euch gleich abholen. Wir müssen beobachten, wie es hier aussieht, ne? Ob die gleich weiterkämpfen, wenn die Gold alle abgeholt haben. Ich speichere mal. Ah, Attacke. Heilung. So, sehr gut. Speichern. Und direkt weiter. Ah, noch mehr Skelette. Und in die Falle. Nee, noch mehr Skelette. Und Gefängnis. Das ist, glaube ich... Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ich glaube, das ist, wie wir... hier spielen sollen, oder? Wir müssen uns eine Untotenarmee bauen. Gut, dann bauen wir hier ein riesiges Gefängnis. Und lassen sie hier alle schmoren. So sei es. Moment. Wir sind hier eigentlich noch nicht fertig. Moment. Ich nehme nochmal alle. Ah, die Level 3er nicht, sondern nur die Level 7er. So, 1, 2, dahin, 1, 2, 3 und die vier Zauberer habe ich schon, ne? Und wir machen Gefangennahme ein und greifen erstmal hier an, speichern. Nice. Und noch mehr. Okay, gut. Dann haben wir mal hier eine Skelettarmee. Das heißt, ich brauche einen viel, viel, viel größeren Trainingsraum. Viel größer. Dann mache ich den mal so groß. So. Das hier auch noch ein Stück größer. So. Und den bis hier oben ran. Ja, so, warum nicht? Oh, das habe ich ein Mist gebaut, ne? Nee. So ist richtig. So.
Anspruch auf einen gegnerischen Raum, ja, aber den will ich hier nicht haben. Stattdessen werden wir einfach ein riesiges Gefängnis hier hinpacken. Das Schöne ist, wenn eine Kreatur auf Level 10 stirbt, wird sie auch zu einem Drachen, was laber ich denn? Zu einem Skelett auf Level 10. Drache habe ich gesagt, weil ich gerade daran denken musste, dass wir Drachen nicht gefangen nehmen können, weil die sich heilen. Also so heilende Kreaturen sterben nie im Gefängnis, leider. So. Und tatsächlich mache ich es hier andersrum. Normalerweise mache ich die Hühnerfarm. Ja, in diese Zwischenlücken. Das werde ich hier aber nicht tun. Stattdessen werde ich hier den Trainingsraum in die Lücke packen. Damit der ein bisschen größer ist. Damit alle Skelette schön trainieren können. Trainieren seine Kreaturen noch? Scheint so. Ja, hier habe ich die Chance verpasst, aber was soll's. Wir brauchen auf jeden Fall eine riesige Armee. Wir haben schon 16. Aber wir haben immer noch weniger Kreaturen als er. Man sieht schon, dass der blaue Kreaturen verliert, ne? Kann das sein? Ja, es trainiert auch niemand mehr. Ich glaube, seine Kreaturen sind sauer und hauen jetzt ab. Gut für uns. Ja, das ist gut für uns. Ich überlege gerade, dann ist es natürlich ärgerlich, weil wir weniger hochlevelige Kreaturen haben. Aber diese hochleveligen Kreaturen sind ja Drachen, zum Beispiel, auf Level 10. Ich sollte euch sofort vernichten. Also ist das schon okay so. Wie groß ist denn unser Trainingsraum? Da, ja, ist noch nicht ansatzweise voll, obwohl alle trainieren. Ihr könnt auch mal mit trainieren, bitte. Euch brauche ich. Ja, hier ist unser Riesengefängnis. Das können wir sogar noch größer machen. Warum auch nicht? Warum müssen die auch so ums Eck gehen, ne? Machen wir mal so. Machen das alles zum Gefängnis. So. Theoretisch das hier auch noch. Ich meine, wir haben so viel Gold. Da übertreiben wir mal ein bisschen, wa? Würde ich sagen. So. Und so. Okay. Außerdem speichere ich mal. Nicht, dass ich aus Versehen was aufbuddel und es später bereue. So. Sehr gut. Alle Kreaturen trainieren. Hier kann ich mal wieder das Buddeln befehlen. Hab ja genug Kreaturen. Genug Imps. Mach sogar noch ein paar. Ich weiß nicht, warum ich manchmal keine Imps mehr machen kann. So, und das hier wird alles Gefängnis. So. Sehr gut. Moment, wenn ich so mache. Nimmt er dann die als Flagge? Nee. Schade. Na gut, was soll's. So, das nenne ich mein Gefängnis. Viel Spaß beim Schmoren. Also, wenn wir dann mal irgendwelche Gefangenen haben. Wie sieht's beim gegnerischen Keeper aus? Der hat immer noch 25. Kann aber auch sein, dass seine Kreaturen abhauen und er sofort wieder eine neue kriegt. Ich warte einfach mal noch ein bisschen. Oder soll ich einfach mal probehalber reinbuddeln? Gucken. Schadet ja nicht. Wir können ja jederzeit wieder laden. So. Level 9er, Level 9er Drache. Level 10er, nee. Noch viel zu viele und viel zu starke Kreaturen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber derweil können ja unsere Kreaturen auch ein bisschen trainieren. Der hier hatte Low Life. Das kann ich so nicht sehen. Das nervt mich ein bisschen als Skeletten.
Denen ist es immer völlig egal, wie verwundet sie sind. Erst wenn sie so nur noch 10% haben oder so, erst dann denken sie sich, oh, ich glaube, ich sollte jetzt mal ein bisschen schlafen gehen. Aber vorher ist es denen völlig egal. Oh, hier ist was. Lass es ein Level steigern sein. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Hä, ein Teufler? Mit dem I? Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Der Teufler, den ihr gerettet habt, wird eine gute, aber auch gefräßige Bereicherung eures Dungeons sein. Sorgt dafür, dass eure Hühnerfarm groß genug ist, seinen Appetit zu stillen. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich fast nur Skelette habe. Und Skelette und Teufler sich auf den Tod nicht abkönnen. Das heißt, ich mache hier mal ein kleines Versteck nur für ihn, oder? Handwerkskammer, könnte ich eigentlich hier oben hin machen. Aber hier war was zum Aufbuddeln, ne? Ich probiere es trotzdem mal. So, groß ungefähr. Dann mache ich nämlich direkt daneben. Hier so. So eine kleine Kammer nur für den Teufler. Ich speichere mal. Gespeichert. Ups. So. Seine Kreaturen müssten allmählich sauer sein. Wer kann sich schon wieder nicht bezahlen? Oh doch, die trainieren immer noch. Ja, die trainieren immer noch. Schade. Sehr gut, die haben nichts aufgebuddelt. So, hier ist dann das Versteck des Teuflers. Ich schmeiße ihn jetzt so lange hin, bis er in die Mitte sein Versteck macht. Will er hier gar nicht sein Versteck machen? Ach, er will sich sein Gold holen. Ich habe mich schon gewundert, was er da macht. Hol's dir, du hast es verdient. Auch wenn du noch nichts gemacht hast. Ups. So, jetzt aber. In die Mitte, bitte. Nein! Oh. Ich weiß nicht, warum ich das unbedingt haben will, aber... Nicht groß genug, ne? Das mache ich jetzt so lange, bis er in die Mitte baut. Oder macht er das nie da, wo ich ihm sage, dass er das machen soll? Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Ja, na also. So. Oh, Moment. Das darf nicht zu groß sein. Denn sonst baut hier nachher noch ein Skelett seinen Versteck hin. So, wenn ich den auch noch wegnehme, ist es genau gefüllt. So, ne? Der grüne Balken. Dann lasse ich das so. Und den Rest mache ich einfach mit Hühnerfarm voll. Warum auch nicht? Nein, das sieht scheiße aus. Ich lasse das einfach so. So. Und baue hier eine Handwerkskammer hin. Dann hat er nämlich auch was zu tun. Aber das soll sowieso trainieren erstmal, ne? Da vertragen die sich. Die vertragen sich nur nicht, wenn sie zusammen in einem Schlafraum sind. Oder zum Beispiel gleichzeitig vorhabe, schlafen zu gehen. Ne? Also wenn sie zum Beispiel... oh, stimmt. Wenn die zum Beispiel zur Schatzkammer gehen und auf dem Rückweg sind, weil sie beide schlafen wollen, dann sind beide sozusagen im Schlafmodus und beieinander. Und dann greifen die sich an. Moin Meister, was ist hier los? Schreibt Brother Tilly. Ich zocke Dungeon Keeper, wie man sieht. Wird mal wieder Zeit. Und bei dir? Alles gut? Ich mache hier mal einen Verbindungsweg für den Teufel. Ja, obwohl, das macht gar keinen Sinn. Ja, nee.
Das macht keinen Sinn. Die sind immer noch am Trainieren, das gibt's ja gar nicht. Hat er nicht allmählich kein Gold mehr? Haben ihn doch seine Goldquelle geklaut. Wundert mich ein bisschen. Aber gut. Ich habe hier auf jeden Fall mehr als genug Kreaturen. Was gerne ein paar mehr sein dürften. So. Sehr gut, die Zauberer sind schon Level 6. Ich glaube, da lernen sie Unsichtbarkeit oder so, ne? Ne, Lenkechse. Unsichtbarkeit auf Level 5. Der ist schon Level 7, bald Level 8. Der ist Level 8. Ich glaube, auf Level 10 lernen sie dann noch Blitz oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, wir haben leider keine allzu große Wahl, ne? Was wir als nächstes... Wir könnten hier hinbuddeln, wo wir schon das eine Mal hingebuddelt haben. Hier, wo es so plätschert. Und dann haben wir ein paar Skelette mehr, oder? Ich sammle sie mal alle. Und geh mal hier hin und nochmal speichern. Ja, hier so, hier. Ihr seid gutes Futter für meine untergebenen Keeper.